Moin Moin, nachdem ich im letzten Video dafür gefrontet wurde, dass ich die Tür auflasse, wenn ich auf Klo bin. Warum lässt du deine Tür beim Kacken auf? Bitte erklär mir das. Bro, erstmal, woher willst du wissen, ob ich scheißen war oder nicht? Und zweitens, natürlich lasse ich meine Tür auf, wenn ich auf Klo bin. Oder so ein Luxus lasse ich mir da nicht entgehen. Ich bin doch kein Opfer. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen bei meinem neuen Cock-Video. Heute gibt's... Wow, chill, Max. Es ist noch nicht die Zeit dafür. Obwohl wir gerade so bei Kochen sind, gönnt euch mal das hier. Der Verrückte spielt einfach ein bisschen mit einer Krabbe. Der hat auch gedacht, die Krabbe ist dumm und er kann sie trollen. Die Krabbe hatte genug von der Scheiße und hat ihm direkt erstmal eine Respektschelle gegeben. Und glaubt mir, diese Scheren tun weh. Heb die Schere, heb die Schere. Ach ja, die wurde als Rache leider 10 Minuten später ins kochende Wasser geworfen. Rest in peace. Lil Bro hat den falschen Spruch verwendet. Was hab ich mir hier gerade angeschaut? So unbefriedigend, wirklich. Du hast maximal reingekackt. Wie zum F*** konnte das passieren? Als begnadeter Cornflakes zum Frühstückesser bricht mein Herz hier gerade. Das tut einfach weh beim Anschauen. Löscht das Video sofort. Einer meiner Homies hatte heute seinen ersten Arbeitstag bei der neuen Arbeit. Er wird verknechtet in irgendeiner Pizzeria und wird auch noch unter dem Mindestlohn bezahlt. Und naja, damit er aufrankt und mehr Geld bekommt, muss er sich beweisen. Mal sehen, wie er sich so an seinem ersten Tag geschlagen hat. Mi primera chamba. Okay, ja, die sieht auf dem ersten Eindruck nicht schlecht aus. Und was ist das jetzt? Pizza à la Baumstamm. Nice. Sag einfach zu deinem Chef, dass du neue spicy Beilagen ausprobierst und dass alles zu deinem Plan gehört. Plot Twist, er wurde gekündigt und angezeigt wegen Verstoß gegen das Gesetz im Umgang mit Lebensmitteln. GG's. Falls du jetzt aus dem Knast ausbrechen willst, nimm einfach einen von diesen Silvesterböllern mit. Holy sh**, der ganze Brunnen wurde auseinandergenommen. Wie erklärst du jemanden, wie das passiert ist? Vor allem, das war auch noch so ein kleines Teil. Wie konnte das den gesamten Zementblock auseinanderfetzen? Das sieht einfach so stumpf aus. Feier ich, Mann. Ich find's einfach lustig, wenn so random Dinge passieren. Ja, mein Humor ist halt auch gef**kt. Genau wie sowas. Ey, wie der Hund einfach hochflippt, so lustig. Ich weiß nicht, wer von euch es mitbekommen hat, aber es ist so ein Video viral gegangen von einer Frau, die im Flugzeug komplett am Ragen ist. Also sie tickt richtig aus, sie schmeißt mit schlimmen Wörtern um sich und alles. Da hat wohl jemand sein Snickers nicht gegessen, ne? Way, yo, die dürfte mich gerne anschreien. Ich habe keine Ahnung, was der Grund hier ist, aber wahrscheinlich irgendein klassisches 2023 Drama, wie dass sie kein WLAN im Flugzeug hatte oder so. Okay, sie beleidigt mal ganz kurz jeden, der dort im Gang sitzt. Shut the fuck up. Film me, I'm Instagram famous. Ja, und dieser Satz wurde ihr Untergang. Denn die Leute haben direkt herausgefunden, wer sie ist. Und zwar Morgan Osman. Und wirklich nur ein paar Stunden später, nachdem das Ding viral gegangen ist, haben sie auch ihr Instagram entdeckt, wo sie ja laut eigenen Aussagen I'm Instagram famous ist. Und naja, sie war Instagram famous. Denn mittlerweile hat sich das Internet auf den Account gestoßen und er ist weg, gesperrt, gelöscht. Vernichtet. Einfach dem Erdboden gleichgemacht. Das ist jetzt echt hardcore peinlich, nachdem sie so dicke Eier gezeigt hat und solche Aussagen droppt. Film me, I'm Instagram famous. Reingeschissen, würde ich sagen. Einfach gesamtes Leben und Karriere zerstört mit nur einem TikTok. Applaus für das peinlichste L der Woche. Wow.
dieser unglaubliche kreative Typ kam auf die Idee, einfach im Zug darauf zu achten, was die anderen Menschen so für Musik hören. Junge, was hört die? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Okay, wir sehen hier eine mittelalte Frau, ich würde mal so sagen zwischen 40 und 50 Jahre alt. Was könnte sie wohl hören? Bestimmt jetzt nichts allzu Verrücktes, oder? Sie machen die Krokodile fertig, noch ist das ein Traum, aber er wird wahr irgendwann. Bro, what the f***, was ist das denn? Fleischfresser von Funny Van Dannen? Hä? Schilddrüsenunterfunktion ist auch wild. Was für ein Ding? Ach so, das ist ein anderer Song auf seinem Album. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Ja, Mann, voll der Banger. Ich werde mir das in meine Sex-Playlist packen, genau neben solchen Bangern hier. Oh yeah, so sieht's aus. Bruh, was versucht sie da? Original meine Reaktion gerade so. Eins zu eins. Ich weiß zwar, dass sie ein kleines Kind ist und natürlich nichts dafür kann und sowas noch nie alleine gelernt hat, aber mich macht das so aggressiv beim Zuschauen. Junge, shit das doch einfach ganz normal rein. I am clean, but at what cost? Yo, what the f*** is this guy doing? Hey, 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 was machst du da? Geh mal weg da, so schnell du noch kannst. Oh, 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 oh my God. Du Vollidiot, was ist dein Problem? Flieg doch weg, Bro. 10 Zentimeter neben dir und du bist schon wieder frei. Los, verpiss dich. Oh, oh, oh my God. Oh my God. No way. Oh my God. Holy Sch... Der Arme ist traumatisiert davon. Ich bin ja froh, dass er nicht gestorben ist dabei. Der Arme, wie er dort hockt. Wie so ein Loser, der alleine gelassen wurde ist und jetzt in der Ecke stehen muss. Einmal traurige Musik hinzufügen, bitte. Yo, okay. Der Flug wurde nur gecancelt. Die tut so, als würde gerade die Welt untergehen und alle ihre Freunde sterben. Bro, das ist crazy. Die ist ja komplett am Durchdrehen. Was war das hier? Yo, komm runter. Welcher Dämon ist in dich geraten? Ich check solche Leute echt nicht. Wieso machen die das? So, ja, okay, cool. Du hast es jetzt jedem gezeigt, dass du sauer bist. Jeder hat es mitbekommen. Reicht auch. Was denkst du, was jetzt passiert? Einer auf die geben dir jetzt Privatjet gesponsert, damit du nicht mehr böse bist. Hier, Arsch bekommst du. Du darfst jetzt erstmal 15 Stunden am Flughafen warten, bis der Ersatzflug kommt. Die Sparkasse Marburg-Biedenkopf verbessert die Sicherheit ihrer Geldautomaten durch eine Aufrüstung, um möglichen Angriffen vorzubeugen. Okay, dann zeig mal her. Ja, also ich habe keine Ahnung, ob das wirklich irgendwelche Bankräuber stoppt. Aber was ich weiß, dass das ein verdammt guter Spot ist, um den nächsten Rave zu starten. Da kann man Real Talk eine Party drin feiern. Das ist einfach neuer Club. Die Sparkasse wollte eigentlich was Gutes tun und Räuber abschrecken. Und stattdessen werden jetzt ein paar Jugendliche eine dicke Fete da drin veranstalten. Yo, what the f***? Isst du wirklich dein Essen in der Dusche? Und einfach die Dr. Pepper Dose steht in der Shampoo-Halterung. Klasse, und der Hennessy steht auch noch da unten. Ja, guten Hunger, ne? So lässt es sich doch speisen. Das ist mal ein vorzügliches Mahl. Wieso sollte man auch an einem Esstisch essen, der extra dafür gemacht wurde, wie ein normaler Mensch, wenn man auch einfach in der Dusche essen kann? Da spart man auch richtig viel Zeit. Und wisst ihr, wie man auch richtig viel Zeit spart in der Schule? Keine Ahnung, ich auch nicht. Ich habe nur nach irgendeiner Überleitung gesucht, aber ja... Shit.
drauf. Hier klettert ein Mädchen in den Spind in der Schule, um herauszufinden, ob sie halt reinpasst. Das sind die Dinge, die mich täglich beschäftigen. Since nobody wants to let me in the TikTok, I'm going to fit in my own locker. Look what I just did. The door shut. Oh, I almost shut it on myself. The door shut and everything. I know. This isn't my locker. It's 38, right? I'm 36. Wie, das ist nicht dein Spind? Hast du das nicht gerade eben noch angekündigt? Okay. This isn't... Oh. Then why the freak would you get in some random... Because it was the only one open! Open your own locker! No, there's no point in that! Okay, it's... I already told you, it's 45, 25, 41. Und jetzt geht der einfach nicht mehr auf. Ich sag ehrlich, haha, selber schuld. Wieso sagst du auch, dass es deiner ist, wenn es nicht deiner ist? Perfekt, die ist jetzt da drin und niemand weiß, wem der Spind gehört. Das heißt, sie können auch niemanden nach den Schlüssel fragen. Oh my god, y'all are literally... Go get somebody or something. I need to get out of this locker. Guys, it's literally so hot in here. Please get me out. Okay. Oh ja, genau das hat sie verdient. Die ist schon am Heulen. Da sieht man mal wieder die natürliche Selektion. Selber schuld, wenn du solche dummen Sachen vorhast. Eigentlich müssten ihre Freundinnen jetzt auch wegrennen und morgen erst wiederkommen. Obwohl, das sind Mädchen. Wären das jetzt Jungs, dann wäre das safe passiert. Meine Homies hätten mich da einfach drin gelassen für einen Tag und wären gegangen. Naja... Wisst ihr, wer jetzt auch geht? Ich! Und damit, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Ciao, ciao!